Ja, herzlich willkommen hier heute aus unserem Forum und herzlich willkommen Eberhard Reiß-Ewert, den wir heute zu Gast haben. Eberhard Reiß-Ewert ist auch Referent bei unserem Seminar Regenwasservorsorge, Überflutungsschutz. Eberhard, vielleicht kannst du dich einmal, wir kennen uns ja nun schon lange, vielleicht kannst du dich einmal selber einmal kurz vorstellen, damit auch unsere Zuschauer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, gerne. Ja, hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Eberhard Reiß-Ewert. Ich bin seit 1997 im technischen Vertrieb, Außendienst für die Fränkischen Rohrwerke unterwegs und habe so mein Beratungsgebiet, salopp gesagt, halb Niedersachsen, halb Nordrhein-Westfalen. Und stehe dann im Prinzip den Kommunen, den Planern, den Bauunternehmen beratend zur Seite. Und uns dann auch noch als Referent, das ist ja großartig. Ja, gerne. Wir haben ja ein gemeinsames Thema, Entwässerungstechnik. Ja. Du bist da vor allen Dingen der Spezialist im Bereich Drainageentwässerung, wo manchmal und häufiger auch Pumpen benötigt werden. Ja. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz sagen, was so die wesentlichen Knackpunkte heute aus deiner Sicht im Bereich Drainageentwässerung sind. Landgläubig würde ich ja sagen, ist die Drainage für viele so im Begriff, ich brauche eine Ringdrainage, wenn ich baue, weil irgendwie muss ja das Wasser ums Gebäude weg. Da ist die Begrifflichkeit Ringdrainage für sich einmal vielleicht in Frage zu stellen, weil es eben vielleicht einen Gürtel ums Gebäude darstellt, aber der doch vom Aufbau, von der Planung her nicht anders laufen muss, als ob ich eine komplette Entwässerungsanlage plane. Ne? Also ich versuche mal zu beschreiben, ich möchte vermeiden, ein etwas eher lapidar einfaches System um einer Außenfassade zu knallen. Erschwerend kommt ja dann noch hinzu, wir sind an der tiefsten Stelle des Gebäudes. Und wenn dort die Sorgfalt entsprechend nicht den gegebenen Vorgaben oder technischen Regeln umgesetzt wird, dann kann das auch unangenehme Folgen in Zukunft haben. Also wenn ich an Drainage denke und bis ich da etwas tiefer eingestiegen bin, habe ich immer dieses gelbe Drainagerohr vor Augen gehabt. Ja, korrekt. Habe aber dann irgendwann mal gelernt, das gelbe Drainagerohr ist gar nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sozusagen. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Planungsfehler und warum sollte man vielleicht nicht das Gelbe, sondern das Orangene nehmen? Du hast schon richtig erkannt, die Rollenware für uns, das sogenannte FF-Drehenrohr, ist eines der ersten Drainagerohre überhaupt, was es so mit Ende der 50er Jahre ja im Prinzip auf dem Markt gibt. Man muss dazu sagen, jeder Baustoffhändler hat es ja auch lagermäßig irgendwo. Da aber mit dem gelben Drainagerohr eine eigene Funktion oder Nutzungsart beschrieben wurde, nämlich die, dass ich dort Ackerflächen drainiert haben möchte, damit ich Erträge, Ernteerträge landwirtschaftlich gut nutzen kann, hat natürlich in dem Konsens nicht mit einer Gebäudedrainage zu tun. Weil die Gebäudedrainage ist ja letztendlich eine Funktion, um meinem Schutz des anstehenden Wassers, ich spreche jetzt nicht vom Grundwasser, ich spreche eigentlich eher so vom Sickerwasser, von anstehendem Wasser, was ich an dem Gebäude fernhalten möchte. Ne? Und da gibt es halt natürlich auch Faktoren, wie ich vielleicht kostensparend mein Gebäude letztendlich anders ausrichte. Aber ich habe natürlich auch Grenzen. Wenn ich jetzt so sage, leider führen Unternehmen mitunter diese Dienstleistung aus, weil sie dafür natürlich Geld letztendlich auch bekommen, die eigentlich mit der sachgerechten Ausführung nichts zu tun haben. Also wenn ich jetzt sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann ist das auch in dem Segment wichtig. Ne? Ja. Jetzt sind wir ja hier vor allen Dingen in diesem Seminar, was wir gemeinsam hier durchführen, beim Thema Regenwasser, Überflutungsvorsorge, Regenwasserbewirtschaftung hört man in dem Zusammenhang immer häufiger. Wie passt das jetzt aus deiner Sicht wieder mit der Drainage zusammen? Ja, das Thema Regenwasser oder Regenwassermanagement, Regenwasserbewirtschaftung, das sind ja alles so Oberbegriffe, die einen natürlich permanent ums Gebäude letztendlich komplett betreffen, die ich im Blick haben muss. Würde ich jetzt gebäudemäßig sagen, ich bin in einer Region, ich selbst komme aus dem Kreis Gütersloh, wir haben sehr, sehr hohe Grundwasserstände und über 90% der Bauherren bauen mit Keller. Das heißt, das Gebäude ist in der Regel oftmals schon im Grundwasser und da wäre die eigentliche Drainage in dem Anwendungsfall gar nicht mehr zulässig. Also es geht nicht darum, im Prinzip einen Grundwasserstand künstlich runterzuhalten, damit ich mein Gebäude dadurch schütze, sondern da ist der Architekt von vornherein gefordert, entsprechend in der Bauqualität, in der Bauart sein Gebäude so auszurichten, dass es den Anforderungen gerecht wird. Komme ich aber jetzt zum Beispiel auf das Thema, dass ich sage, ja, wir haben ja
kein Regenwasseranschluss, sondern wir müssen unser Grundstück irgendwie autark bewirtschaften. Und ich habe ja nicht nur das möglicherweise anfallende Sickerwasser als Drainagewasser zu behandeln, sondern ich habe ja auch noch mein normales Niederschlagswasser, was ich über die Dachhaut, über die befestigten Außenflächen ja auch irgendwo auf dem Grundstück entsprechend lassen muss. Und dann gibt es schon so Kombinationsmodelle, wo ich mit Drainagewasser, mit Niederschlagswasser sage, so hier werden jetzt zum Beispiel sogenannte Regolen im Prinzip auf dem Grundstück verbaut. Ein Thema ist die Regenwassernutzung, ne, wo ich sage, gerade Trinkwasser wird ja seitens der Kreise auch nicht mehr unbedingt als Gartenbewässerung groß angesehen. Das haben ja die letzten Sommerjahre eindeutig gezeigt. Ne? Also müssen wir uns mehr Gedanken machen über die effektive Regenwasserbewirtschaftung. Cool. Im Grunde genommen ja auch zum Schutz des öffentlichen Kanals und zum Schutz vor einer Überlastung des öffentlichen Kanals. Ja, absolut. Man muss sich nur mal vor Auge führen, wenn ein Stadtteil mal irgendwie in den 50er, 60er Jahren gebaut wurde und es wird mal ein Regenwasserkanal für eine Größe X geplant und es baut sich ergänzend das eine, das andere Baugebiet neu auf und es gibt aber letztendlich keine Anpassung der Regenwasserkanäle für das, was vor Jahrzehnten mal gebaut wurde, dann ist es ja schon die logische Konsequenz, wenn der Kanal einmal irgendwo sein Maximum erreicht hat, dann kann ich nicht noch sagen, ja, da haue ich aber nochmal 30-40% mehr an Fläche dran, das soll wohl irgendwie abfließen. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage nach einer Regenrückhaltung oder dergleichen. Ne? Ja, also wir sehen wieder, die Ganzheitlichkeit in der Betrachtungsweise ist auf jeden Fall gefordert. Korrekt. Das bildet ja im Übrigen auch unser Seminar ab, dass wir nämlich über dieses Thema Drainage sprechen, Regenwasservorsorge, Regenwassermengen. Und in dem Zusammenhang sage ich schon mal herzlichen Dank, Ewart, dass du heute da warst. Ja, danke. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich von Ihnen für dieses Seminar interessiert und hoffentlich dann bald anmeldet. Ja, gerne. Auf bald. Tschüss.